Wir sind hier, Hansa. Zu Hause. Jetzt gerade sind wir über die Grenze gefahren. Ich hör mal hoch. Ich muss mir ansehen, wie das bei uns zu Hause aussieht. Das ist schon lange her. Seid wirklich wie die Kinder. Ja, alle beide. Wieder aufgestanden, was? Ich wollte mal rausgucken, da habe ich Ihnen geholfen. Schimpf nicht gleich, Doktor. 27 Mal haben Sie mich zum Verhör geschleppt und ich habe Sie überstanden. Für den Blick hat es sich gelohnt, dass er mich auf die Beine gestellt hat. Ja, ja, damit du uns am Ende noch schlapp machst. Was du vor allem brauchst, ist ein Bett und Ruhe. Erwarten Sie dich im Bronner. Ich weiß nicht, ob jemand überlebt hat. Aber unser Transport ist ja gemeldet. Morgen früh sind wir da. Auf jeden Fall musst du sofort ins Bett, wie es auch kommt. Mhm. Und du, Hansa, wo steigst du aus? Ich in Český Třebový. Von da habe ich es nicht mehr weit. Nur ein paar Stationen mit der kleinen Pack. Und du glaubst, die fährt, was? Junge, Junge, wenn das kein Optimismus ist. 4 Wochen nach dem Krieg. Schön zu Fuß wirst du gehen, mein Freund. Ungern. Dieser elende, gottverdammte Krieg. Und du, was wirst du machen? Was hast du dir ausgedacht? Ich gehe wieder in die Gießerei. Ah. Aber zuerst werde ich mich mal ein bisschen nach denen umsehen, die mich angezeigt haben. Die 3 Jahre KZ zahle ich ihnen heim mit Zinsen. Du meinst doch, so sie findest. Mhm. Vater wird mir helfen. Mhm. Ich hoffe, er hat alles überstanden. Seine letzte Nachricht war vom April.
Bestimmt hat er jetzt schon einen Haufen Funktionen. Du kennst meinen Vater nicht. Herrgott, wie ich mich auf ihn freue. Ah, das ist was Schönes, Hansa, sich freuen. Da wird's bei mir wohl stiller sein. Willst du noch mal trinken? Dein Prozess war im Brunnen, nicht wahr? Ja. Die 20 Jahre für Sabotage der Reichskriegswirtschaft haben sie mir im Justizpalast verpasst. Dann komm ich dort mal besuchen. Im Brunnen, wenn ich einigermaßen wieder in Ordnung bin. Vielleicht kann ich dir helfen, die Leute zu finden, die dich angezeigt haben. Sicher gibt's da irgendwo noch Akten. Du? Warum nicht? Ich werde bei der Sicherheit arbeiten. Da gibt's jetzt eine Menge zu tun, weißt du? Du wirst... Du gehst zur Polizei? Na ja. Das hätte ich nie von dir gedacht. Wo du doch Jurist warst. Eben deshalb, ja. Wir müssen Recht sprechen. Die Gesetze beherrschen und anwenden. In unserem Sinne. Wir müssen das Gestapo-Netz aufrollen. Die Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen. Mithelfen, unsere Republik zu schützen. Wäre das nicht auch was für dich? An die Gendarmen habe ich keine guten Erinnerungen. Die waren oft genug bei uns. Einmal haben sie Vater sogar vor Mutter und mir in der Küche geschlagen. Vorbei, mein Junge. Ein für alle Mal. Schon möglich. Und ich bin auch gar nicht der Mensch für so einen Beruf. Bestimmt nicht. Ist doch Herrchen. Kennst du mich nicht? Psst, sei still, du verdirbst mir alles. Psst. Aus, Kassan, aus. Leg dich. Leg dich. Na? Da siehst du, jetzt hast du mich erkannt. Nicht wahr? Darf ich jetzt da reinkommen? Ja, lässt du mich? Na komm schon, ja, mein Guter, na komm doch. Na, du bist mir eine. Wolltest dein Herrchen nicht reinlassen? Du Rüpel, du. Na, du freust dich, dass ich endlich wieder da bin, nicht wahr? Du Strolch, du, ich auch. Nun sind wir wieder Freunde. Du alter Schlawiner, du. Aber warte, warte, ganz still. Jetzt bist du ganz still, kein Mucks. Hm? Ist da jemand? Mein Gott, Hansa, du bist wieder da. Ja, Mama, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Was habe ich auf dich gewartet? Du bist wieder da, mein Junge. Bist wieder gekommen. Mama, liebe Mama. Mein Junge. Mama. Das ist beinahe wie im... Nirgends auf der ganzen Welt gibt solche Buchteln wie bei dir. Aber wenn du wüsstest, wie oft ich von diesem Augenblick geträumt habe. Und nun ist er da. Bloß, es ist besser als im Traum. Iss, Junge, iss, wenn's dir nur schmeckt. Über ein halbes Jahr habe ich das Mehl dafür aufgehoben. Vater war schon böse mit mir. Wirst froh sein, wenn du ihn wieder zu Hause hast, auch ohne Buchteln. Wo hat Vater denn jetzt Wache? Unten am See beim Lager. Einmal haben sie schon versucht, dort einzubrechen. Die Gemeinde hat da Elektromotoren und Kabel zu liegen. Das ist was Kostbares heute. Na, hör mal, das ist doch... Wer macht denn sowas? Ach, wenn's nur das wäre. Alle paar Tage zünden sie irgendwas an. 4 Schober sind in der Gegend schon verbrannt. In der Sägemühle ein Holzlager. Die Fabrik wollten sie auch in die Luft jagen.
So eine Schweinerei. Sind die Menschen nicht froh, dass der Krieg zu Ende ist? Ach, sie sind es und sind es auch nicht. Vater wird dir mehr davon erzählen. Und die Anzeige bei der Gestapo? Was weiß man darüber? Hat Ihr Vater was gesagt? Kann sein, dass er was weiß. Er ist jetzt dauernd unterwegs. Er macht den Vorsitzenden vom Revolutionären Nationalausschuss. Wie oft ist er im Kreis und im Bezirk? Und oft schläft er im Parteisekretariat. Ja, er hat kein leichtes Leben. Und wer zieht mit ihm? Kann er sich wenigstens auf jemanden verlassen? Ach, oder wie ist das? Viele sind nicht mehr übrig von den Alten. Du hast sie ja alle gekannt. Wokatsch, der ist in Dachau geblieben. Kropatschek und Korkel im Zuchthaus in Brno. So haben sie auch erschossen. Auf der Flucht, wie sie sagen. Und Vater? Wenn er damals nicht in die Wälder gegangen wäre, und das waren zwei schwere Jahre für uns, wer weiß, wie es dann mit ihm ausgegangen wäre. Mama. Aber es gibt immer noch genug anständige Menschen. Das war so und das bleibt so. Und jetzt bist du ja wieder da. Und was ist mit Vera? Was macht sie? Geht's ihr gut? Sicher, ich glaube schon. Ist sie verheiratet? Mhm. Mit ihm? Hm. Sie haben einen Jungen. Wird jetzt bald ein Jahr. Willst du nicht mehr essen? Nein. Mama. Was denn? Hast du noch einen alten Anzug von mir? Was denkst du? Dann hängt alles im Schrank, mein Junge. Ich will mal nach Vater sehen. Der wird Augen machen. Was ist denn da los? Was ist denn das für ein Zirkus? Ah, das ist eine venezianische Nacht. Junge Leute. Von der Agrarpartei. Ja, jetzt nennen sie sich Nationale Landjugend oder sowas Ähnliches. Solche Feiern machen sie bald jede Woche. Es kann losgehen. Die Aufnahme bitte. Und Vorsicht, Leute. Vorsicht, Herrschaften. Gut, ja. Und noch einmal bitte. Noch einmal ausgezeichnet. So. Und jetzt etwas Bekanntes. Achtung, Fräulein. Gleich kommt das Vögelchen. Ausgezeichnet. Ach, du bist es. Ich hab schon gedacht, das ist ein Fremder. Na du? Na du, freust du dich immer noch? Ja, 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 du bist ja ein braver Hund. Ein lieber Hund, ja. Ich komm ja gleich wieder, du, du kleiner schwarzer Teufel. Du. Guten Abend, Herr Pecha. Na, das ist ein Zufall. Na ja, was denn? Erkennen Sie mich nicht? Na, wollen Sie mir nicht guten Tag sagen?
Yay, Onkel Andrzejczyk! Moita! Da gleich alle auf einmal. Willkommen zu Hause. Na, wo ist dein Vater? Na, warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Ist was passiert? Dann sag doch was. Sie haben dir deinen Vater erschossen, Hansa. Wer hat das getan? Das wissen wir eben nicht. Andrzejczyk wird dir's erzählen. Ich habe auf die Ablösung gewartet. Die sollte schon vor einer halben Stunde sein. Aber dein Vater kam nicht. Wojta hat geschlafen. Draußen da fing das Feuerwerk an mit furchtbarem Krach und Gezischer. Und mit einem Mal, da sehe ich, wie jemand versucht, von draußen auf die Klinke zu drücken und die Tür aufzumachen. Da bin ich hingesprungen, hab die Tür aufgemacht und da fiel er mir entgegen und blieb liegen. Er hat einen glatten Durchschuss hier, unter den Rippen. Er hat mir nichts mehr gesagt. Ich wollte ihn noch was fragen und er wollte mir auch antworten, aber er hatte keine Kraft mehr. Wir haben ihn dann hierher gebettet und den Wachtmeister gerufen. Hansa, das Schlimmste ist, dass niemand in der Gegend deinen Schuss gehört hat. Der muss beim Feuerwehr gefallen sein. Wer das getan hat, wenn ich den Lumpen finde? Ich habe schon beim Kreis angerufen. Von der Fahndung sind sie... Ah, scheint genau zu stimmen. Von da ist er gekommen, jedenfalls fangen die Spuren hier an. Ziehen sich um die Mauer herum, über den Hof und gehen bis zur Wachstube. Jawohl, ja, Herr Leutnant, bis zur Wachstube. Der Täter muss offenbar hier gestanden haben, an dieser Stelle. Und in dem Moment, als der Mann im Dunkeln herankam, gab er den Schuss auf ihn ab. Hier, irgendwo aus dem Gebüsch. Genau so, aber zertrampelt ist das hier alles wie im Pferdestall. Ja. Ordentliche Spuren werden wir nicht sichern können. Nun ja, ist ja auch kein Wunder. Hierher kommen die jungen Leute zum Stelldichein und zum Baden. Und die Kinder kriechen den ganzen Tag hier rum und spielen. Das wusste der, der den Schuss abgegeben hat, auch. Er muss die Stelle genau gekannt haben. Ja, ja. Demnach ein Hiesiger. Einer aus dieser Gegend. Das denke ich auch. Schon weil er gewusst hat, dass das Feuerwerk stattfindet. Hast du jemanden in Verdacht, Hansa? Die Kollaborateure sitzen hinter Gittern. Die SS-Leute sind in die Wälder geflohen oder wir haben sie festgesetzt. Schwer was zu sagen. Und die Veranstalter der venezianischen Nacht, sind die gefragt worden? Die sind als Erste befragt worden, noch am selben Abend. Aber keiner von diesen Leuten wusste was. Sie haben nichts bemerkt. Waren ja auch alle besoffen. Schlimmer als das Gesetz erlaubt. Haben Sie Patronenhülsen gefunden? Nein, nicht eine einzige. Wäre ja auch ein Wunder, wenn er das vergessen hätte, der Lump. Mein aufrichtiges Beileid, Herr Seemann. So haben Sie sich hier nach Hause kommen wohl nicht vorgestellt, was? Dort auch keine Spuren gefunden? Nichts. Sie haben also niemanden in Verdacht. Sie können uns nichts sagen. Ihr Vater war ein Radikaler. Zu rotes Blut, um es mal so auszudrücken. Auf eigene Faust für Gerechtigkeit sorgen. Nun sehen Sie, was dabei rauskommt. Das wird das Motiv gewesen sein. Also, Täter unbekannt. Wie denn? Geben Sie schon auf? Und Ihnen, Herr Seemann, möchte ich raten, seien Sie vorsichtig. Ja, ja. Packt alles zusammen, Jungs. Hier hat's keinen Zweck mehr zu suchen. Hansa, hör mal. Das Protokoll setzen wir im Büro auf. Zu Befehl. Also, Hansa, ich komme nächste Woche mal bei euch vorbei. Dann sehen wir gemeinsam Vaters Akten durch, ja? Und grüß deine Mutter von mir. Wie man es auch nimmt, in einem hat er jedenfalls recht gehabt. Das ist klar. Von nun an musst du vorsichtig sein und auf dich selber aufpassen. Warum? Jetzt ist mir alles egal. Warum bin ich eigentlich zurückgekommen? Könnt ihr mir das sagen? Warum? Weil du zu Ende führen musst, was dein Vater angefangen hat. Kurz vor dem es passiert ist, hat er noch gesagt, er glaubt, er weiß, wer dich angezeigt hat bei der Gestapo. Mit Antonin Seemann ist ein Mensch mit lauterem Charakter von uns gegangen. Ein Freund und Genosse, den wir nicht vergessen werden. Er war ein Mann.
der vor keiner Gefahr, vor keinem Opfer zurückschreckte. Er kämpfte gegen den Faschismus und war unerbittlich gegen alle, die sich zu seinen Handlangern machten. Deshalb fiel er, keine zwei Monate, nachdem der Krieg zu Ende war, bei der Verteidigung unserer Freiheit im Dienst für seine Heimat. Er fiel durch die Hand eines Mörders, der sehr gut wusste, auf wen er zielte. Auf einen Menschen, auf einen kompromisslosen, standhaften, aufrechten Kommunisten. Ehre seinem Andenken. Entschuldigen Sie bitte, mein aufrichtiges Beileid. Ich fühle mit Ihnen, Herr Sermann. Die Bilder von der Trauerfeier bringe ich Ihnen, wenn Sie erlauben. Mein aufrichtiges Beileid. Nochmals. Gestatten Sie einem alten Freund mein aufrichtiges Beileid. Honza, du weißt, wenn du irgendetwas brauchst, ich bin immer für dich da, mein Junge. Tut mir leid mit deinem Vater. Aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Nach wie vielen Jahren? 3 Jahre waren's. Du bist verheiratet. Deinen Sohn hast du auch. Wie heißt er denn? Karlik. Nach meinem Vater. Gerade 1 Jahr alt. Sieh mal. Daran nimm dir ein Beispiel, Honza. Jetzt wirst du endlich Zeit und Gelegenheit dazu haben. Ja, mit deinem Vater. Er war ein aufrichtiger Mann. Ich unterschreibe jedes Wort, das Wojta gesagt hat. Willkommen daheim. Danke. Und wenn du Zeit hast, dann lass dich mal bei mir im Lokal sehen. Ich habe bis Mitternacht geöffnet. Und für gute Freunde noch länger. Komm, Vera. Die Gaststube ist voll, die Kundschaft wartet. Honza, nimm's nicht so tragisch. Das Leben ist nun mal so. Sie hat's nicht leicht mit ihm. Du kennst ihn ja. Ach, es gibt noch schlimmere Dinge auf dieser Welt. Also, dann fangen wir noch mal von vorne an, was? Gleich morgen. Genau hier an dem Platz. Nein, nein, hier kann es nicht gewesen sein. Überleg doch mal. Wenn der Täter von dort geschossen hätte, na dann, dann hätte das Geschoss doch irgendwo hier einschlagen müssen. Aber hier ist nichts. Nicht ein frischer Kratzer zu sehen. Na, ist doch so. Aber dann kann er doch bloß hier gestanden haben, näher am Wasser. Hier vielleicht. Oder? Ich weiß auch nicht. Oder von hier aus? Das ist unmöglich. Dann hätte ihn Tonik gesehen. Die ganze Zeit über hat hier das Feuerwerk gebrannt. Hier war es doch taghell an dem Abend. Und warum nicht? Vielleicht hat er sogar mit ihm gesprochen. Honza, geh mal ein Stück weiter und du halt die Schnur fest. Thank you.
Ich hab sie. Kommt mal her, Jungs. Das sieht nach einer 08er aus. So eine faule Bande, diese Fahndung. Nur alles schnell vom Halse haben und nichts untersuchen. Was sollen wir denn jetzt damit machen? Gib sie mir. Honza, was sehe ich? Ich begrüße den hohen Gast. Komm, was willst du trinken? Auf die Flaschenparade musst du nichts geben. Die können wir uns schenken, Amigo. Die Sorte ist reserviert für das werktätige Volk. Für Intelligenzler habe ich was anderes. Moment. Hier. Frisch importiert, direkt aus Antwerpen. Zollfrei. Ein Cognac? Ja, den bringt mir mein Schwager. Mit Medikamenten für die Krankenhäuser. Mit Trockenmilch und Konserven. Und Klamotten für die lieben Schulkinder. Die ganze Bescherung auf einem Lastzug. Im Rahmen der UNRWA, verstehst du? Kommt jeden Monat als Hilfssendung für die durch den Krieg verarmten Völker. Also Prost. Komm, die brauchen nicht alles zu sehen. Auf deine Rückkehr. Wir haben dich schon gar nicht mehr erwartet. Das sage ich dir ganz offen und ehrlich. Du weißt ja, so viele sind da umgekommen. Aber du hast einen gesunden Kern. Das habe ich schon in der ersten Klasse gewusst. Na dann, auf deine Gesundheit und auf das Wiedersehen. Wachtmeister Pecha ist bei dir. Das hat man mir auf der Wache gesagt. Naja. Komm mit. Der Pecha, der ist jeden Freitagabend hier. Da weiter. Sie spielen hinten bei uns im Zimmer Karten. Also, der Pecha, mein Schwager und der Postbischin, der Fotograf. Spielst du nicht auch? Weißt ja Bescheid da hinten. Hör mal. Und dann gehst du erst bei der Küche mit ran. Vera packt dir einen Schnitzel auf den Teller. Hier im Lokal macht sich das schlecht. Die alten Krauter fangen gleich an von Lebensmittelkarten und so. Und wenn du was zu trinken willst, dann meldest du dich bei mir. Servus. Und nochmal, ja, weißt du, schön. Ja, ja, nichts, so hinzu, wir sind auch dran. Ja, sicher, ja, aber es läppert sich eben auch zusammen. Auch wenn du drüber gegangen wärst, das konntest du nicht gewinnen. Guten Abend. Ernte. Ah, so eine Ehre. Heute haben wir aber Gäste. Ich habe die traurige Neuigkeit gehört, gleich als ich zurückgekommen bin. Tut mir leid, es war ein ehrenwerter Mann, dein Vater. Sag mal, da ich dich gerade treffe, weißt du schon, was du anfangen wirst? Es ist nämlich so, Honza, ich könnte einen Kumpel gebrauchen. Du kannst so ein paar Brocken Englisch. Ja, ja. Ich habe einen prima Job für dich. UNRWA-Transporte, wenn du dich erst ein bisschen ausgefuttert hast. Kein schlechter Vorschlag, aber ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich danke dir. Herr Pecha, entschuldigen Sie. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Der, bitte. Was gibt's denn? Doch nicht schon wieder einmal. Nein, wir haben was gefunden. Da an der Stelle. Was du nicht sagst. Von der Beerdigung die Fotografien, bitte schön. Bitte entschuldigen Sie, ist vielleicht nicht der richtige Ort hier. Ich werde gelegentlich, wenn Sie erlauben, bei Ihnen zu Hause vorbeikommen. Pardon, komm, wir gehen raus. Die müssen ihre Nase nicht in alles stecken. Auf Wiedersehen. Komm. Na, was ist? Was ist es denn? Das haben wir an der Stelle gefunden, unter einem Stein. Ist wohl aus einer 08. Du verstehst was davon? Die Pistolen kenne ich genau. Die hatten die Aufseher im Lager. Wir haben selber damit geschossen, als es losging. Jetzt brauchen wir nur noch den Schützen und die Pistole zu finden. Als ob das so einfach wäre. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Soll ich von einem Haus zum anderen laufen und nach einer Pistole 08 suchen? Hm. Für solche Aktionen haben wir keine Leute. Wir sind bloß 5 Mann und die Lumperei nehmen kein Ende. Außerdem, die Fahndung vom Greis hat den Fall abgeschlossen. Was willst du? Herr Pecha, Sie müssen mir helfen. Hör mal, glaub einem alten Polizisten. Für deinen Vater kannst du nichts mehr tun. Und den Verbrecher, den finden wir nicht. Was denkst du, wie viele solche Fälle wir jetzt haben nach dem Krieg? Und was an Waffen unter den Leuten ist und an Munition. Und die 1000 unbeglichenen Rechnungen. Ja, Junge. Der Krieg war eine große Schweinerei und stinkt immer noch. Und du sieh zu, dass du so schnell wie möglich was Ordentliches anfängst. Und versuch nicht, die Welt auf den Kopf zu stellen. Das macht sich nicht bezahlt. Na, aber das hast du ja am eigenen Leib im Konzentrationslager erfahren müssen. Und deinem Vater hat es das Leben gekostet. Aber sein Mörder soll frei herumlaufen. Kannst du mir sagen, was ich machen soll?
Ich weiß es nicht. Darum bin ich ja zu Ihnen gekommen. Sieh mal, ich bin inzwischen ein alter Kerl geworden. Und ich wollte meinen Dienst in Ruhe zu Ende machen. Ich hab's mir eben alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich hab gedacht, jetzt nach dem Krieg wird endlich Ruhe sein. Und was ist? Du siehst ja, einer hinter dem anderen her wie die wilde Jagd. Die einen sagen Hü, die anderen Hot. Tja. Brauchst nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Wo wir uns doch so lange kennen, da warst du noch so ein Knirps. Mhm. Weißt du noch, wie du damals die Äpfel geklaut hast oben im Pfarrgarten und ich dich an den Ohren zu deinem Vater geschleppt habe? Da. Behalt sie lieber. Es ist am besten so. Heb sie gut auf. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Und sieh sie dir ruhig mal an, mein Junge. Damit du nicht so endest wie dein Vater. Entschuldige. Nicht, dass ich etwa gelauscht habe. Karl hat mich zu dir geschickt. Mhm. Komm in die Küche. Ich habe was zu essen für dich gemacht. Ich frag lieber nicht, was ihr da gegessen habt. Was man so hört, mein Gott, was alles so erzählt wird über die KZs. War das nun wirklich so schlimm oder ist das bloß so ein Gerede? So, bitte. Kannst gern noch mehr haben. Iss nur, brauchst dich nicht zu genieren. Nein, Vera, vielen Dank. Ich möchte nicht, wirklich nicht. Weißt du, meine Mutter verwöhnt mich. Weiß der Himmel, wie sie es macht. Ich muss mich erst langsam daran gewöhnen. Na, und du? Du lebst nicht schlecht, wie ich sehe. Und es tut dir nicht leid, dass es so gekommen ist. Karl versteht was vom Geschäft. Das Lokal ist immer voll. Um den Jungen kümmert sich Mama. Und wir haben noch die Kantine im Schwimmbad. Außerdem fährt mein Bruder für die UNRWA. Da bringt er manchmal was mit. Die Leute sind ganz verrückt aufs Feiern. Sie wollen was erleben. Geld spielt keine Rolle. Davon haben sie genug. Naja. Und wir armen Teufel kommen nicht zum Ausschlafen. Und du? Hast du dort im Lager manchmal an mich gedacht? Ich an dich oft. Ich weiß, du hast jetzt andere Sorgen. Ich habe an der Tür gestanden und zufällig gehört, was du mit Perra gesprochen hast. Und da ist mir eingefallen, dass... Perra, aufmachen! Na, was ist? Warum hockst du da wie so ein Trauerkloß? Warum hast du nicht gegessen? Er wollte nicht. Er kriegt genug bei seiner Mutter, sagt er. Ja, ja, willst bei uns den feinen Herrn spielen, was? Pascha. Und wenn's nur deswegen ist, weil ich ein Rot-Weißer bin und du Kommunist, dann kannst du das in dem Schuppen hier, wo ich sowieso bloß mit Verlust arbeite, dann kannst du das ruhig vergessen. Hier sind wir eine Familie, wie in der Ersten Republik. Was meins ist, ist auch deins. Na, das ist doch eure Parole, ja, nicht? Ja. Und das Übrige ist was? Propaganda. Blöde Propaganda gegen alte Kumpel weiter nicht. Stimmt doch, oder? Ja, ja, stimmt. Du hast recht, wie immer. Jedes Wort von dir sollte man vergolden und einrahmen. Ja, ja, wirklich. Pascha. Mach's gut. Mit dem Schnitzel, das nimmt mir nicht übel. Ich verspreche dir, in Zukunft bessere ich mich. Ich muss mich erst langsam wieder umstellen. Na, ich habe jetzt noch keinen rechten Appetit, verstehst du? Honza! Ja? Lass dich wieder mal sehen. Ahoi. 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 Ist er weg? Mir war es peinlich, hier reinzuplatzen. Und die Fotos vor ihm zu zeigen. Zeigen Sie mal, was haben Sie denn für welche? Die ganze Gesellschaft auf dem Wasser, da, bitte, war ein Riesenspaß. Geh mal her. Da bin ich selber neugierig. Ist nämlich noch gar nicht gesagt, dass die Fotos alle so absolut harmlos sind, vom sittlichen Standpunkt. Im Gegenteil. Da sind immerhin ganz schöne Sachen passiert. Auf dem Wasser und rundherum. Die waren doch alle voll wie die Haubitzen. Alles, was recht ist. Schießen können die Burschen. Hey, wie die Stiere. Okay, kannst du dir angucken. Aber geh nicht damit hausieren, die braucht Pecha nicht zu sehen. Wozu? Oder hast du sie ihm gezeigt? Na, bin ich vielleicht von gestern? Ist das alles, was du vor der Linse hattest, hä? Ja. Gut. Also. Wie viel? Für den ganzen Schwindel? Dein Pulver lass stecken. Wir werden uns schon irgendwie einig werden. Dann mach dir bloß keine Sorgen.
Honza. Pospischil hat die Fotografien gebracht von der Beerdigung. Guck du sie dir lieber an, ich... Er will nichts dafür haben. Er macht das mit dir ab, sagt er. Komischer Mensch, dieser Pospischil. Was ist das eigentlich für einer? Der ehemalige Gehilfe aus der Drogerie. Unten am Bahnhof. Du wirst ihn wohl nicht mehr gekannt haben. Er soll auch eingesperrt gewesen sein. Jetzt haben sie ihn als Verwalter eingesetzt. In dem Fotoatelier des ehemaligen Besitzers. Er ist ein tüchtiger Geschäftsmann. Einmal ist er auch bei Vater gewesen. Und hat ihm angeboten, irgendwelche Dokumente zu fotografieren. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Komm bald runter, wir wollen Abendbrot essen. Ich habe gerade ein paar Bilder im Fixierwald. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich weitermache. Die dürfen nicht zu lange in der Lösung bleiben, sonst werden sie schwarz. Sie fotografieren auch, ja? Können Sie mir erklären, was das ist? Ja, warum nicht? Wenn Sie Interesse daran haben? Anzunehmen. Na bitte. Allerdings, Herr Sämann, müssten Sie mir zuerst mal eine Frage beantworten. Können Sie mir versichern, dass Sie keinem etwas gesagt haben, auch Ihrer Mutter nicht? Keinem. Dann wäre der Punkt geklärt. Und nun zur Sache. Warum haben Sie mir das Bild geschickt? Es existiert davon ein Negativ, auf dem nicht nur ein weißer Fleck zu sehen ist, sondern eine gewisse Person. Dieses Negativ habe ich, aber ich wäre bereit, es Ihnen zu überlassen. Sie müssten mir allerdings einen bestimmten Gegendienst leisten. Können Sie sich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken? Sie werden sich mit niemandem in Verbindung setzen, weder mit Wachtmeister Pecha, noch mit der Polizei und auch nicht mit Ihren Genossen. Die Sache geht nur uns beide an. Wir zwei werden handeln. Gemeinsam. Gut, fangen Sie an. Ihr Vater hat eine Liste von Leuten, die im Protektorat mit der Gestapo zusammengearbeitet haben. Entweder ist sie bei ihm zu Hause oder bei ihren Freunden aus dem Revolutionären Nationalausschuss. Ich bin interessiert. Das heißt, eine gewisse Organisation wäre an den Dokumenten interessiert. Und für die Dokumente bekommen Sie das Foto mit dem Mörder Ihres Vaters. Davon, von so einer Aufstellung weiß ich nichts. Nun, das ist und bleibt meine Bedingung. Sie werden schon an die Dokumente herankommen, denke ich. Vielleicht unter dem Vorwand, dass Sie Ihren Denunzianten suchen. Oder auch den Mörder Ihres Vaters. Lass dir nicht einfallen, etwas anderes zu unternehmen. Kuschen und Maul halten. Wer im KZ war, weiß sehr gut, wie man einen zurechtstaucht, der nicht kuschen will. Wenn du die Dokumente hast, kommst du her. Aber allein und nachts, damit dich niemand sieht. Und damit das klar ist zwischen uns, wenn du quatscht, ich werde alles abstreiten. Das Negativ vernichte ich. Und mit dem Foto, da kann sich wer will amüsieren. Thank you.
Das ist genau die Stelle. Ich muss auf seine Bedingungen eingehen. Und was machst du, wenn die Fotografie gefälscht ist? Wenn es bloß eine Falle ist? Pospichil konnte doch bei dem Durcheinander an dem Tag jeden, der auf dem Wasser war. Nein. Und selbst wenn der retuschierte Mann wirklich existieren sollte, wer will beweisen, dass der auch geschossen hat? Und überhaupt, wenn nun Pospichil nicht bloß ein Zeuge ist, sondern der Mörder. Ist doch Blödsinn, dann hätte mir niemals das Foto zugesteckt. Und warum nicht? Eben deshalb ja gerade, damit du einen anderen verdächtigst, den im Kahn. Meinst du, nur um mich wegen der Aufstellung zu erpressen, hat er das Ganze hier gemacht? Auch darum jedenfalls ist es möglich. Weiß der Teufel, für welche Organisation er arbeitet. Fest steht, er sucht nach Leuten, die der Gestapo verpflichtet waren. Dieser verfluchte Pospichil. Wie oft habe ich mit deinem Vater darüber gesprochen? Wann und warum der eigentlich eingesperrt war, das weiß doch niemand. Auch nicht, wie er sich im Lager benommen hat und warum er entlassen wurde. Eine undurchsichtige Figur. Aber für uns hat er jetzt einen Wert. Entweder er kennt den Mörder oder er ist es selber. Wo sind denn die Listen überhaupt? Die haben wir. Aber nur die Abschriften. Die Originale hat dein Vater zum Kreis gebracht. Dann schreiben wir eben neue. Wir verändern die Namen und schreiben die Daten um. Das merkt er zumindest so lange nicht, bis er mir das negativ gibt, mir persönlich. Bist du dir klar, dass das ein ziemlich gefährliches Unternehmen ist? Gefährlich? Geht doch gar nicht anders. Pospichil hat uns in der Hand. So wie ich ihn erlebt habe, ist es ein verdammt ausgekochter Bursche. Wenn ich die Polizei verständige, wird er alles abstreiten und das negativ vernichten. Ich gehe zu ihm. Ich muss endlich wissen, wer meinen Vater umgebracht hat. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Man kann nie wissen. Wenn er versucht, dich in die Enge zu treiben, komm ihm zuvor. Ja. Ist da jemand? Hallo, Herr Pospichil. Herr Pospichil. Kümmer dich um den. Reimann. Sieh nach Andrzejczyk, geh und hol Pecha her. Ja. Pospichil ist tot. Ich nehme an, der hat ihn erschossen. Ich kann mir auch denken, warum. Thank you.
Ich bin gleich wieder da. Fräulein, geben Sie mir Bruno. Moment, staatliche nationale Sicherheit. Oberleutnant oder Hauptmann Kalina. 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 Aber schnell, es handelt sich um Mord. Ваши документы, пожалуйста. А вы куда? УНРА. Nach Belgien, über Deutschland, Antwerpen. Минуточку. Ладно. Ваша фамилия? Райман. Вы не Райман. Вы Прага. Выходить. Момент. Ich muss erst mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Руки вверх! Стой! Diese Kugel wurde aus dieser Pistole abgefeuert. Das wurde nachweislich ermittelt. Die Pistole gehört Ihnen. Das können Sie nicht abstreiten. Und mit dieser Kugel wurde Antonin Sämann erschossen. Geben Sie den Mord zu. Außerdem haben wir hier noch einen weiteren Beweis, der uns bestätigt, dass Sie zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort waren. Diese Aufnahme wurde kurz vor Sämanns Tod gemacht. Ach, ihr seid zu viele gegen mich. Mein verdammtes Pech. Ja, ich habe es getan. Warum? Das lässt sich nicht mit ein paar Worten sagen. Wenn es so schwer ist, werde ich Ihnen helfen. Sie haben Sämann getötet, weil er darauf gekommen war, dass Sie seinen Sohn 1942 bei der Gestapo denunziert haben. Das ist nicht wahr! Ihren alten Schulkameraden. Hier ist die Anzeige. Wir haben sie im Brno im Archiv der Gestapo gefunden. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Die ist doch anonym. Woher wissen Sie denn, dass die Anzeige anonym war? Dass Sie sie geschrieben haben, das war uns schon vorher bekannt. Das haben wir von Ihrer Frau erfahren. Sie hat uns auch die Gründe dafür mitgeteilt. Sie haben es ihretwegen getan. Er war Ihnen im Wege. Also, Prager, haben Sie uns noch was mitzuteilen? Jetzt nicht. Später vielleicht. Hast du noch Fragen an ihn, Honza?
Bringt ihn aufs Krankenrevier. Ich komme gleich. Dass das so ausgehen würde. Eigentlich muss ich mich bei dir bedanken, Junge. Anstatt was zu tun, habe ich Karten gespielt und lauter dummes Zeug geredet. Ich habe sie schon verstanden. Ich habe damals gut zugehört in der Gastwirtschaft. Machen Sie sich nichts draus. Hat auch was Gutes gehabt. Wenn Sie den Abend beim Kartenspiel Prager nicht erzählt hätten, dass Sie morgens beim Angeln Seemann an der Mordstelle gesehen haben mit dem Foto, wer weiß, wie alles gekommen wäre. Ah, Wachtmeister Pecher. Nun werden Sie eine Menge Zeit zum Angeln haben. Reichen Sie einen Antrag auf vorzeitige Pensionierung ein. Ich bin sicher, dass er günstig entschieden wird. Es wäre das Beste für Sie und auch für uns. Ich habe verstanden. Ja. Der alte Honser. Wie damals immer noch der gleiche Spaß an Überraschung, unverändert. Wie geht's dir? Das hätte ich nicht gedacht, dich so bald wiederzusehen. Und du bist also wirklich hier hängen geblieben? Das geht auf sein Konto. Du, der führt ein strenges Regiment. Aber was bleibt mir übrig? Ich darf mich nicht beklagen. Na, komm, Genosse, gehen wir. Ich glaube, hier sind wir überflüssig. Die beiden wollen jetzt allein sein, was? Ich kann mir schon denken, warum. Du willst mich verdonnern wegen der Partisanenmethoden. Von rechts wegen misst ich's, mein Lieber. Hm. Aber trotzdem, ich muss dir gestehen, das habt ihr perfekt gemacht. Entschieden besser als Pecher und die ganze glorreiche Fahndung vom Kreis. Da hast du mal gesehen, was für ein Erbe uns die Gendarmen hinterlassen haben. Hansa, weißt du, dass du ein echtes kriminalistisches Talent bist? Ja, wirklich. Bitte dich. Gut, Zivilist. Ist es nicht schade um dich? Was willst denn du eigentlich anfangen? Weiß noch nicht. Meine Mutter will wegziehen. Nach Prag zu ihrer jüngsten Schwester. Mhm. Im Dorf will sie nicht mehr bleiben und ich auch nicht, nach dem, was passiert ist. Mein Angebot von damals gilt noch immer. Wir brauchen solche jungen, begabten Leute wie dich. Willst du noch mal überlegen oder geht's klar? Moment, nicht so schnell. Lass mir doch Zeit da, oder muss man nachdenken. Prima, die gebe ich dir. Damit du siehst, wie viel ich davon habe. Und jetzt entschuldige, ich habe noch dringend was zu erledigen. Warte so lange hier auf mich, ja? Genosse Seemann? Ja, bitte? Hier ist der Bewerbungsantrag. Bewerbungs? Was für eine Bewerbung? Den Sie verlangt haben. Sie können ihn gleich hier ausfüllen. Der Chef lässt Ihnen sagen, Sie möchten sich noch etwas gedulden.